Hallihallo, ich sitze noch im Auto. Jetzt kommt mir gerade noch ein Gedanke. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen für das Video, das ich jetzt gestern hochgeladen hatte, nämlich dieses Video über die PE-Manie at YouTube. Und auch wenn das ganz komischerweise, wenn meine Videos irgendwie total wenig kommentiert werden und nicht viele hoch und runter kriegen, so gucken sie ja ein paar. Und immer wieder passiert es mir, dass jemand mir darauf in eine E-Mail schreibt und so auch jetzt zu diesem Video. Und der Inhalt, ich gebe es nur kurz wieder, ist gewesen, ja, spannende These, sehe ich in manchen Punkten so ähnlich wie du, aber, lieber Stefan, jetzt bist du doch auch jemand, der von Motivation spricht. Und aus welchem Grund heraus demotivierst du die Menschen? Weil ich ja gesagt habe, dass dieses mit Persönlichkeitsentwicklungscoach und Geld verdienen und so und Millionär werden damit und passives Einkommen zu generieren, dass das bei den meisten von uns nicht funktionieren wird. Und das wäre demotivierend. Ja, das ist es vielleicht sogar. Und vielleicht ist es auch gar nicht meine Absicht zu demotivieren. Vielleicht ist es das aber in mancherlei Hinsicht doch. Und zwar zu 100%. Vielleicht möchte ich Menschen bei manchen Aspekten, in manchen Kontexten wirklich demotivieren, es zu tun. Man könnte es anders formulieren. Man könnte sowas sagen wie, ich möchte Menschen davon abhalten, Quatsch zu machen. Ob sie meinem Rat folgen, ob sie das, was ich ihnen sage, sich zu Herzen nehmen, das kann ich überhaupt gar nicht beeinflussen. Kann ich vielleicht schon, aber das will ich gar nicht. Weil die Entscheidung, die trifft jeder selbst. Ich habe, und das wiederhole ich gerne nochmal, ich habe niemanden demotiviert, hier YouTube-Videos zu machen, Spaß an der Freude zu haben, Bock darauf zu haben, sich vor eine Kamera zu stellen, zu setzen, zu legen, zu hängen. Ganz im Gegenteil, ich begrüße das total. Ich begrüße es so, so sehr, dass Menschen, ob jung oder alt, spielt ja gar keine große Rolle, sich Zeit nehmen und viele Bücher lesen, ja, sich selber weiterentwickeln wollen, Geld und Zeit in die Hand nehmen, um ihr eigenes Leben ein bisschen besser werden zu lassen. Das finde ich so geil. Da haben wir in Deutschland übrigens auch einen riesengroßen Bedarf, denn ich glaube, die Masse und die Anzahl derer, die sich lieber vor den Fernseher knallt und sich hier diesen ganzen Quatsch da anschaut, der da so tags ein, tags aus im Fernsehen läuft, die ist viel zu groß. Was ich aber auch sage ist, sei realistisch. Wenn du merkst, dass du nach einem Jahr, nach einem halben oder nach welchem Zeitraum auch immer, du und dein Herz, und höre auf dein Herz, das ist meistens echt ein ziemlich kluger Ratgeber, dass ihr beide sagt, nee, ich glaube, das mit passivem Einkommen und Geld verdienen, das wird nichts. Ich mache das lieber als Hobby, dann hör auf dein Herz. Dann mach diese Videos nicht, um damit Geld zu verdienen. Ja, dann setz dich nicht Stunden und Jahre und Tage lang hin und schreib irgendwas bei anderen Leuten ab. Lass das bleiben. In der Zeit, weißt du was, geh zu deinen Kumpels und geh mit denen ins Kino, setz dich mit denen auf eine Wiese und mach ein Picknick, fahr mit dem ein Wochenende in irgendeinen Kurzurlaub und lass die Sau raus. Ja, und hab Spaß am Leben. Hast du viel mehr davon. Und übrigens, by the way, man muss nicht Millionär sein, um glücklich zu werden. Man muss auch nicht unendlich viel Geld verdienen durch ein passives Einkommen, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich, das definiert Gott sei Dank jeder für sich selbst. Erfolgreich sind für mich völlig andere Maßstäbe, die es zu erfüllen gilt. Erfolgreich ist sowas wie zufrieden zu sein. Erfolgreich ist sowas wie eine glückliche Partnerschaft zu haben und die zu pflegen und für sie zu arbeiten. Ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Erfolgreich kann aber auch bedeuten, dass ich, keine Ahnung, dass ich meinen Job als Buchhalter von 9 bis 5 gerne mache. Und das geht nämlich. Auch wenn ich damit kein passives Einkommen habe, sondern, naja, einen ganz normalen Job mit Urlaubsschein und. Auch das kann erfolgreich sein. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim erfolgreich sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich wünsche deinem Herzen die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Und jetzt gucke ich wieder auf die Straße, mache ich aber sowieso die ganze Zeit. Und naja, wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.